Hallo meine liebe Freunde aus Deutschland, aus Österreich und der Schweiz. Herzlich willkommen zurück zu eurem Kanal der Astrologie auf YouTube. Meine liebe Fische, die Sonne wird in deinem Zeichen bis 20. des Monats sein. Danach geht sie in das nächste Sternzeichen, das Sternzeichen Widder. Das heißt, wir haben dann ab 21. Frühlingsanfang. Während der ersten Monatswoche stellt sich den Fokus auf deinen Beziehungen und den Gefühlen, die du mit anderen Menschen teilst. Es können irgendwelche Ängste oder Schuldgefühle in Verbindung mit einer Beziehung vorkommen. Vor allem, wenn es gegenseitige Vorwürfe gemacht werden. Im positiven Sinne wirst du romantische Momente mit einer Person verbringen. Ab 21. bist du angewiesen, deine wirtschaftlichen Angelegenheiten zu regeln, auch wenn es irgendwelche Schwierigkeiten dabei geben mag. Du dürftest das Wohlergehen der anderen vor deinem eigenen stellen. Die Beziehungen zu einem Familienmitglied wird hervorgehoben sein im März. Aufgrund irgendwelchen Ängste dürftest du Handlungen in Angriff nehmen, die zur Sicherung oder Erhaltung eines Verhältnisses oder Beziehung gedacht sind. In deinem Alltag ist die Wahrscheinlichkeit für deine körperliche Erschöpfung sehr hoch. Du wirst viel Energie bei einer Angelegenheit oder für eine Person opfern, auch wenn du keine konkreten Ergebnisse siehst. März ist der Monat, in dem du dich genauer überlegen sollst, welche Lebensziele du eigentlich erreichen möchtest und warum. Am 1. fängst du den Monat mit einem schönen Aspekt an. Es handelt sich um einen Trigon zwischen Venus und Jupiter. Du dürftest großzügig und offen bei Verhandlungen sein. In deinem Geschäftsleben wird die Kontaktknüpfung und Engagement mit anderen sehr erfolgreich vorlaufen und vorteilhaft sein. Finanziell gesehen hast du sehr gute Aussichten am Monatsanfang. Das gleiche gilt bei den Themen Liebe, Karriere und Popularität. Wenn du vergeben bist, dürft ihr zusammen eine Reise oder Umsiedlung vorplanen. Am 4. sind Merkur und Venus in Konjunktion in deinem Zeichen. Hier könntest du ein Gespräch mit jemandem führen, was schmerzhaft sein kann. Entweder wird dir jemand gegenüber kritisch eingestellt sein oder jemand wird dein Mitleid erwecken. Im Allgemeinen dürftest du ein wichtiges Gespräch mit einer Person haben. Wenn das so ist, vergewissere dich, dass man dir die Wahrheit sagt. Am 9. hast du einen zunehmenden Mond im 18. Grad Schütze. Mars und Uranus machen zusammen einen Trigon. In deinem Alltag oder bei deinem unmittelbaren Umfeld dürfte eine Situation aufregend für dich sein. Du bist darauf angewiesen, in deiner Handlung eigenständiger zu sein. Du dürftest schlecht auf die Handlungen anderer Menschen reagieren. Wenn du kleine Kinder hast, würde ich dir anraten, extra geduldig mit ihr zu sein. Finanzielle Verluste können aufgrund von höheren Haushaltskosten oder familiären Angelegenheiten in dieser Zeit vorkommen. Zwischen 16. und 18. hast du einen Neumond in 26 Grad Fische. Und wir haben Merkur in Sternzeichen Widder, Trigon zu den Mondknoten in Löwe. Bis zum Ende März dürftest du besonders kritikempfindlich sein oder einfach etwas verunsichert. Es kann sein, dass jemand dir kritisch ist und das wirst du wahrscheinlich nicht so toll finden. Die Lebensumstände werden dich dazu führen, eine neue Situation nach Wunsch in Bewegung zu setzen.
Wenn du zögerst und dich zurücksiehst, wirst du nicht mit einem Projekt oder Vorhaben weiterkommen. Eine kleine Reise ist in dieser Zeit nicht auszuschließen. Jedoch, wenn diese nicht zutreffen sollte, dann dürftest du ein Gespräch führen, welches mit dem Thema Geld direkt oder indirekt zu tun hat. In Sache Liebe dürfte sich eine interessante Begegnung ergeben. Am 20. hast du Sonne in Widder und Mars mit Saturn und Pluto in Steinbock. Bis Mitte April dürftest du dich anstrengen, dein Haushalt und Finanzen zu stabilisieren. Es ist nicht die Zeit für große Geldinvestitionen, meine liebe Fische. Möglicherweise wird deine finanzielle Stabilität von dem abhängig sein, was andere entschieden haben. Am 23. ist Mars in Steinbock Quadrat zur Sonne in Widder. Bis Ende des Monats dürftest du finanzielle Schwierigkeiten oder Verluste haben. Es kann auch sein, dass du deine steuerliche Situation klären musst oder große Schulden hast. Wenn es irgendwelche Verhandlungen stattfinden sollen, dann dürfte man sich nicht einigen können. Möglicherweise wird dir jemand ohne deine Erlaubnis beobachten. Diese Person tut das die ganze Zeit, ja? Oder es kann sein, dass du jemanden beobachtest. Möglicherweise wirst du in eine Sache einsteigen oder vielleicht bist du in einer Situation eingestiegen, ohne die Schattenseite dieser Situation vorerst zu sehen, und dies wirst du später bereuen. Am 21. hast du eine Konjunktion zwischen Uranus und Venus im Sternzeichen Widder. Ob Gutes oder Schlechtes, hier dürfte es sich was ganz Neues in einer Beziehung ergeben. Denn Uranus hat mit Neuigkeit zu tun, mit Innovation, und Venus ist der Planet der Liebe. Beim Thema Liebe könntest du das Gefühl haben, an deinen Grenzen gestoßen zu haben. Das Gleiche gilt bei Beziehungen geschäftlicher Natur. Vielleicht ist es die Zeit gekommen, dich eigenständiger zu machen. Im Bereich deines Freunden und sozialen Lebens könntest du mit Menschen unterwegs sein, die ein bisschen außergewöhnlich sind. Neuigkeiten bezüglich deiner Geschwister oder den Geschwistern deines Liebespartners können an die Tagesordnung sein. Na gut, meine liebe Fische, somit bin ich jetzt fertig mit meiner Prognose für März 2018. Wenn es dir dieses Video gut gefallen hat, dann Daumen hoch und bitte vergesse nicht, unser Kanal hier zu abonnieren, falls du das nicht getan hast, sodass du keine weiteren Videos in der Zukunft verpassen kannst. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Und bis April 2018.